Hallöchen liebe Leute und willkommen zu einem neuen Match Let's Battle Together Dawn of War Soulstorm mit den Battle Brothers Java Heizung und Der Wunderbare. wir sind im 2v2 Soulstorm. Wir spielen gegen zwei Online-Gegner, wie man schon sieht. Wenn das jemand von denen zufällig auf YouTube erblicken sollte, liebe Grüße, ich spiele Necrons. Ich auch. Cool. Ja, wir haben mal wieder etwas Abwechslung vom Dawn of War Turnier, wie ihr vielleicht merkt. Mal wieder ein Battle Part, weil wir nicht wissen, wie schnell wir die Matches rausgehauen bekommen. Und um zu zeigen, dass wir nach wie vor noch spielen, wir haben auch gerade noch mit anderen aus der Community gespielt. Wenn ihr dieser Community beitreten wollt, guckt auf Facebook vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung oder kommentiert auf YouTube. Was du machen hast, wir denn? Warte, was hattest du? Necrons. Necrons und Necrons, wow. Und das auf durchbrechte Linien ist halt schon gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen. Kann man mitarbeiten. Ich würde sagen. Ah, so richtig flüssig läuft das bei mir aber nicht. Ich nehme das Ganze übrigens aus meiner Sicht auf. Falls ich das. Ja, hätte ich es mal aufgenommen, ne? Ja. Wäre ja kein Problem gewesen. Ja, nur dass meine. Also, wir haben ja nach wie vor das Problem, dass der Unnahbare so ein bisschen in einem Dom wohnt, wie er immer so freundlich ausdrückt. So, was machst du jetzt? Einer. Also ich hau jetzt. Wollen wir beide mit Necron Lord Harrison? Raus? Bitte? Wollen wir beide mit Necron Lord Harrison machen? Nee. Halte ich nicht viel von. Aber wobei. Können wir versuchen. Auf durchbrechte Linien ist es halt schon eine Option, ne? Gut, dann muss ich hier gerade nochmal mein Bild umbauen. Gut, ja, Necron Lord ist im Baum. Ja, meine auch. Ja, kann man wirklich versuchen, aber wie nicht flüssig läuft es denn bei dir? Nein, es ist schon spielbar und es ist auch zuschaubar, denke ich. Es passt soweit. Es ist halt etwas laggy-buggy, weil es in Full HD aufnimmt, denke ich. Ja gut, natürlich. Also ich habe halt gerade 60 FPS, ich hätte es auch aufnehmen können. Ja, ich habe jetzt 40. Hättest du was gesagt? Ja, ich wusste ja nicht, dass es... Ich meine, wir haben das Turniermatch ja auch bei mir aufgenommen, das lief ja vollkommen flüssig. Naja, das ist aber was anderes. Also du sagst zwar immer, es wäre fast genau das Gleiche, aber ich bin immer noch der Meinung, dadurch, dass der Computer nicht vorberechnen muss sozusagen, oder vorberechnen kann, was passiert. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, er kann ja die nächsten 10 Sekunden sozusagen im Voraus schon mal sich überlegen, was da so passiert. Ich weiß nicht, ob das dem hilft, aber dazu bin ich jetzt auch zu wenig Elektroniker. Nein, ansonsten, ich habe jetzt meinen ersten Necron-Lob fertig und habe jetzt sofort... Deinen ersten Necron-Lob? Meinen ersten Necron-Trupp habe ich fertig. Achso, ja, ich bin mit da meinem sind... Wow, Kainder. Raging Kainders. Ja gut, die dürftest ja eigentlich ganz gut ablenken können. So, ich habe hier einen Ork. Der Kainder rennt jetzt gerade zu dir rüber. Okay, mit Big Mac sich betteln und mit Turm nützt nichts. Ich verpiss mich hier. Ja, du hast ja noch den Necron-Lord so gut wie fertig, Scheiße, oder? Da ficken die Kainder mich. Hättest mich doch mal warnen können. Ich hab doch gesagt, die Kainder rennen zu dir. Nee, ich bin ja schon im Nachrücken. Ansonsten, mein Necron-Lord ist auch gleich fertig, den schicke ich dann auch sofort zu dir rüber. Ja, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, dass die meine ganzen Bauernheiten killen, Junge. Ja, gut, dass wir den Scheiß gebaut haben, wa? So, mein Necron-Lord ist auf dem Feld. Und kommt zu dir. Scheiß mal auf mich, tu mir mal einen Gefallen und geh mit deinem Necron-Lord bei denen drüben harassen. Okay. Das hier müsste ich irgendwie hinkriegen. Alles klar. So, Elder Warp Portale, Elder Dingens mit aufgebesserten Horchposten. Gardisten. Da ist eine Baueinheit. Die ist mein. Endlich mal einen von dem Kackkeiner. Ach fuck, hier kommt immer noch mehr von dem Ork. Das wird jetzt so langsam echt heftig. Ich habe meinen zweiten Trupp jetzt gerade auch auf dem Weg nach unten zu dir. Okay. Ich weiß nicht, was die Kainer gerade machen. Ich glaube, die ziehen sich gerade zurück, um ihre Base zu retten. Da bin ich mir nicht sicher. Ich gebe hier mein Bestes, um die Baueinheit zu killen, aber der outplayt mich hier ziemlich effektiv mit Gardisten und einem Banshee-Trupp und einem Kainer-Trupp. Insofern werde ich mich jetzt hier leider verpissen müssen. Jetzt ist die Frage, ich meine, wir haben Orks als Gegner und
Elder. Die Elder wissen, was sie tun, die Orks eigentlich auch. Also wir spielen gerade gegen nicht sehr schwache Spieler, würde ich doch behaupten. Nein, definitiv nicht. Okay, der Ork verpisst sich. Gut, aber der hat natürlich auch noch den Hauptteil seiner Armee mitgenommen, der Arsch. Es ist natürlich immer nervig, gegen Spieler zu spielen, die ihr Handwerk verstehen, aber... aber manchmal leider nicht zu umgehen. Vermeidbar. Ach, fuck, da so, oben habe ich vergessen. So, jetzt muss ich als erstes mal so ein bisschen durchtacken. So, mein erster Tag ist in Auftrag. Ja, ich bin so ein bisschen verzögert, wie du dir sicher vorstellen kannst. Ja, das ist ja kein Ding. Also... Der Elder spielt hier halt schon gut, das kann man nicht anders sagen. Ja, der Ork hat auch durchaus ein solides Spiel abgeliefert. Also ich habe jetzt hier von dem Elder den komischen Gardistentruppen auseinandergenommen. Oder nee, du warst das. Ja. Du bist da gerade unten und lässt deinen Necronlot fast draufgehen. Nee, nee, den hole ich jetzt zurück. Das ist die Frage. Lass mal macht die es Sinn, meine Einheiten aufzurüsten? Bitte? Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, meine Einheiten aufzurüsten oder gleich auf Albträume zu gehen? Versuch das ruhig mal mit den Albträumen, da kann dir der Dingens sowieso gerade nicht besonders viel entgegensetzen. Hau auch mal ein paar Albträume raus und dann machen wir gerade mal den Blitz in den Elder platt. Die Banshees, ne? Viel helfen können. Die Banshees können natürlich schon ziemlich... Ja, gegen die Banshees bin ich gerade dabei, meine Krieger aufzurüsten. Okay, der will's wissen. Auch rein da mit einem, was wir haben. Ich habe ja gerade leider nur einen Trupp. Okay, ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ich auch nicht, aber ich haue jetzt hier erstmal auf den Ballerboy-Trupp drauf. Ich habe jetzt noch meinen zweiten Trupp. Was machen deine Albträume? Mein Tech ist jetzt so gut wie durch. Was, warum hat er jetzt noch einen Necron? Warum? Nein! Was ist los? Der hat meinen Tech nicht gemacht, der hat stattdessen noch einen Necron-Trupp gebaut. Und ich habe es nicht gesehen, weil ich nicht mehr drauf geklickt habe. Ich habe nur den Prozessbalken gesehen. Ja, wir haben es hier unten aber trotzdem unter Kontrolle. Wir ja, ich mache jetzt gerade doch noch meinen Necron-Krieger-Trupp, Tech nebenbei. Wollen wir gerade mal den Elder rapen gehen? Der Ork haut schon wieder meine Base zu Staub. Ich hasse es, ey. So. So, meine Necron-Krieger sind jetzt auch aufgerüstet. Die kriegt jetzt so schnell nichts mehr klein. Ich kümmere mich in der Zeit mal hier um die letzten Verbliebenen. Ich habe jetzt auch zwei Albtraum-Trupps im Bau. Guck mal, dass du die Base auseinander nimmst. Ja. Ich habe jetzt zwei Albtraum-Trupps. Einen von denen, ich weiß nicht, ob ich mal einen von denen abstellen soll für meine Base. Andererseits, nee. Wir müssen jetzt erstmal den Elder klein kriegen, der eine Big Mac. So, das war auf jeden Fall schon mal der eine Horchposten. Da wir Ressourcenrate, Ressourcenteilung anhaben. Nee, haben wir aus. Haben wir an. Haben wir aus. Sicher? Ich habe gerade noch nachgeguckt gehabt. Ich habe es ausgestellt gehabt. Okay, gut. Bin mir ziemlich sicher, dass es aus ist. Ja, du müsstest mir jetzt mal mit deinem Necronlord so ein bisschen helfen gegen die Kinder. Da kann ich nicht viel machen, da bin ich zu lahm mit allem, was ich habe. Ja, mein Necronlord kann sich nur gerade nicht porten, das ist gerade so mein Problem. Keine Baueinheit, Alter. So. Okay. Ich immer noch nichts hier. Ansonsten habe ich hier jetzt gerade auch meinen nächsten Trupp. Da ist eine Baueinheit fertig geworden, da vorne ist ein Harlekin. Oh fuck, das war fast mein Necron. Ich habe viel zu wenig Energiegeneratoren von Necron, das ist echt eine Katastrophe. So. This is pointless with this noob. Tja, wer Pech gehabt hat, hat Pech gehabt. Also so schlecht muss man sagen, spielt der Noob hier gerade gar nicht. Ich find's. Miss Lord R in the neck base shooting. Ja, tut er. Das ist ihm auch aufgefallen, glaube ich. So, ich habe jetzt gerade nochmal einen Albträume fertig gekriegt. GG. Tja. Ach, so schlecht hat er wirklich gar nicht gespielt. Also der Anfangsrush, naja gut, ich bin ja sowieso kein besonderer Freund von Rush-Taktiken persönlich. Es ist halt immer, man kommt immer wieder auf denselben Stand. Und zwar, wenn man rusht, hat man das Problem, dass man einen sehr hohen Ressourcenverbrauch hat. Am Anfang und dann halt dagegen schlecht was unternehmen kann, wenn der erste Rush abgewehrt wird. Wir sind ja schon länger. Kosten die Necron-Einheiten halt einfach nichts, ne? Also. Wir sind ja schon länger Verfechter von Non-Rush-Praktiken und man hat es jetzt wieder gesehen. Ich meine, ein Rush mit gespeedeten Eldern und
Und Also ich meine, der hat halt. mich ja gut verlangsamt, der Rush, aber du kannst halt nicht zwei Leute effektiv verlangsamen, weil du brauchst eigentlich zwei Leute, um einen wirklich effektiv platt zu machen, zumindest wenn du einen Elder hast, ne? Richtig. Also, ich muss zugeben, Ork ist natürlich eine Rasse, da bietet es sich an zu rushen, schlicht und ergreifend, weil alles andere halt zu lange dauert eigentlich. So, das war's. Tja, der hat aufgegeben. Finde ich immer schade, wenn Gegner aufgeben, aber ich fand in der Situation durchaus verständlich. Ja, haben wir doch eigentlich ganz gut geregelt soweit. War Obwohl ein das jetzt schönes Spiel. Ich schon. hoffe, man kann sich's auch angucken bei dir. Ja, man hat zwischendurch wahrscheinlich Skype-Lags drin gehabt und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Spiel-Lag. Das tut mir leid, aber dann wissen wir jetzt einfach, dass Aufnahme bei mir halt anscheinend doch nicht funktioniert. So oder so sehen wir uns hoffentlich in zukünftigen Battle Pass. Ich hoffe, ihr guckt alle schön die Turniervideos, mit denen wir uns viel Arbeit gemacht haben und nach wie vor machen. Und man hört sich hoffentlich mal in Community-Telefonaten und Matches. Genau. Tschö, tschö. Ciao.